So, auf geht's auf zur Cage-Kontrolle. Parforce-Jagd im Kottenforst. Jetzt muss ich erstmal 2-3 Kilometer laufen. Bis später. Ja, gerade mal wieder eine nette Begegnung gehabt mit einer Hundehalterin. Sie hatte zwei Hunde dabei. Natürlich beide nicht angeleint. Was ja schon mal nicht so gut ist. Aber noch schlimmer war, sie hörten noch nicht einmal auf sie. Dann hatte ich sie wohl angesprochen und möchte die Hunde bitte anleihen. Dann rief sie die Hunde. Anstatt die natürlich noch zu ihr gelaufen sind, sind sie in die andere Richtung gelaufen, zu mir hin. Obwohl ich natürlich nicht gerufen hatte. Also so viel dazu, meine Hunde gehorchen auf mehr. Ne? Also dann habe ich der Frau gesagt, und genau aus diesem Grund sollen sie die anleihen. Was meinen Sie, wenn jetzt irgendwie ein Tier, ein Reh oder sonst was hier rumgelaufen wäre und der Hund wäre hinterher? Der hört ja noch nicht immer drauf, wenn hier ein Mensch steht. Wenn ein Tier wäre, dann wäre der Hund erst recht weg. Und wenn nicht noch jemand gewesen wäre, der Angst vor Hunden hat und dann panisch wegrennt, dann wäre der Hund hinter mir gewesen. Auch wenn er nur vielleicht nur spielen will. Aber das weiß ich dann ja nicht in dem Augenblick, wenn ich ja einer bin, der Angst vor Hunden hat. Habe ich jetzt nicht, ne? Ich habe dann gestreichelt und so, aber naja. Aber wie gesagt, das finde ich halt, die Leute nutzen die Wege und hier alle, ist ja, dürfen sie ja, ist ja alles in Ordnung. Aber dann soll man sich gefälligst auch ein bisschen an die Regeln halten. Ja. Wenn unser eins die Wege verlässt, die offiziellen, dann werden wir genau von solchen Leuten angeschissen. Aber selber halten sie sich auch nicht dran. Ne? Oh naja, mal gucken. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich habe noch ein bisschen was zu laufen. Bis später. So, jetzt bin ich fast auf der Ziegergarten. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber das ist halt jetzt einfach nur noch geradeaus. Das ist der Cage Parforce Jagd im Kottenforst. Da haben sich zwei Owner gemeldet. Er wäre nicht mehr da. Nicht Owner, sondern Cager. Der wäre nicht mehr da. Und jetzt gehe ich doch mal schauen, was da los ist. Eigentlich war er sehr gut versteckt, entweder so gemogelt oder vielleicht durch Wetter, Unwetter oder vielleicht auch irgendwelche Baumarbeiten oder so. Jetzt kommt ein Radfahrer von hinten. Ja, dann schauen wir mal genau, was da los ist. Er ist in der Nähe von dem Jagdhäuschen hier im Kottenforst. Da ganz in der Nähe ist er. Mal gucken. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, was sehe ich da? Diese Dinger sind eigentlich ziemlich neu. Also. Was passiert hier im Wald? Der Eichelhäher, unsere Pflanzhelfer beim Waldumbau. Naja. Diese Schilder sind neu. Die Mücken sind hier ein bisschen lästig. Ich gehe mal lieber schnell weiter. Denn durch den Regen, der die letzten Tage hier war, und die ganzen stehenden Gewässer hier, haben sich die Mücken derartig vermehrt. Das ist Wahnsinn hier. Also, man ist nur noch am um sich schlagen eigentlich, wenn man nicht gerade die Kamera hält. Okay, ich melde mich gleich nochmal. So. Gesundheit. Da ist das Jägerhäuschen. Ja. Links nach Witterschlick 6,8, Kottenforst 3,2, Bergkum nach rechts mit 7,4 und nach Philipp 2,2 Kilometer. Aber das Fantastische finde ich diese Eiche. Denn die steht hier schon seit 1879.
wer sich das durchlesen will, der sollte vielleicht mal kurz auf Pause drücken. Prinz Wilhelm von Preußen. Na, jetzt habe ich es doch ein bisschen länger gefilmt. Gut. Dann schauen wir mal, wo der Cage ist. Ich werde es jetzt natürlich nicht verraten. Ich werde natürlich dann gleich ausmachen. Hier kommen Radfahrer. Da fahren wir auch schon wieder. Immer so böse. Hier ist eine kleine Sitzgelegenheit. Mensch, da hätte ich eigentlich hier was zum... ein Käffchen für Carlos. Der ideale Platz dafür. Was steht denn da vorne Schönes? Achtung, Altwaldgebiet. Oh. Waldferienfreizeit. Okay. Zehen, Staunen, Klettern, Werkeln. Aha. Und natürlich unser leidiges Thema. Zecken. Naja, hatte ich ja auch schon einige von. Also immer gut kontrollieren. Und dann sollte eigentlich nichts passieren. So, zum Schnitt jetzt noch mal kurz das Häuschen, weil ich gehe zum Cage und den will ich ja nicht verraten. Und dann bis später. So, also der Cage ist noch da. Ich habe ihn eben gefunden. Also alles bestens. Und ein kleiner Spoiler vielleicht für diejenigen, die ihn vielleicht suchen wollen. Also hier ist so ein Teich. Und wenn ihr diese Brücke hier seht, weil Brücke ist übertrieben, diesen Übergang, dann ist genau hinter mir, ich sag jetzt mal so in 5 Metern, maximal 10 Metern Entfernung, da liegt er. Ein bisschen suchen. Also das ist ein kleiner Hinweis. Und ich gehe jetzt wieder weiter. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und ja, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern, wenn ich mich nicht nochmal melde, verabschiede ich mich dann. Ich habe hier noch ein paar schöne Pilze gefunden. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Ich lasse sie auch da. Aber sieht schön aus. Jetzt musste ich gerade ein bisschen lachen. Trac Compris 1998. Ist schon ein little bit her. Schade, verfällt auch ein bisschen. Wunderbar. Für das Jagdhäuschen, da gibt es glaube ich aber auch einen Verein oder irgendwie sowas, eine Stiftung, die sich darum kümmern. Ah ja, eine kleine Info. Also das Häuschen ist dafür da gewesen, wenn hier die Jagd war. Das kann man, glaube ich, irgendwo noch nachlesen. So ganz genau kriege ich es auch nicht hin. Also irgendwo, wenn hier die Jagd war, dann ist dieses Häuschen dazu gewesen, um die Pferde zu wechseln. Also man kam an, gab die, sag ich mal, ausgelaugten Pferde, die hat man da abgegeben, frische Pferde genommen und konnte dann weiter jagen gehen. Gut, das war natürlich dann nicht für das
einfache Volk, das war halt natürlich schon für die höheren Gesellschaften zu der damaligen Zeit. So, wir gehen hier geradeaus und dann hinten irgendwann rechts und dann geht es wieder zum Auto. Ja. Gut. Dann sage ich mal bis später. Ja, dicke Eiche im Kottenforst. Bundesminister Jochen Borchardt. Ja, in dem Fall geht's oder handelt es sich nicht genau um dieses fette Monster. Hier liegt auch ein Cage, aber den habe ich schon gefunden und ist natürlich auch nicht meiner. Sonst bräuchte ich ihn ja nicht suchen. Ich gebe jetzt aber auch keinen Tipp, wo er ist. Das ist schon ein Monstrum. Nein, da liegt der Cage auch nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Tipp. Mal schön suchen gehen. Okay, weiter geht's. Ja, von da bin ich gekommen. Und jetzt bin ich gerade eben hier vorbei. So sieht es aus, wenn Wildschweine wüten. Ich weiß nicht, ob man da etwas so gut rüberkommt. Aber gut umgepflügt. Aber nun denn, ich muss mal weiter und die Mückennester bekämpfen. So. Den langen Weg bin ich jetzt gekommen, bin jetzt hier an dem Parkplatz Drei Steine, nennt sich der. Und da stehe ich, das ist der Parkplatz. Und ich habe mal hier lang, da lang, ganz weit hoch. Da oben ist irgendwo der Cage. Da wieder zurück. Ja. Das war's. Gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Jetzt ist definitiv Schluss. Jetzt fahre ich nach Hause. Jetzt habe ich mir ein Käffchen verdient. Allerdings zu Hause in der Maschine. Bis dann. Ciao.